Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei mir auf dem Kanal. Wir spielen Anno 2205, 2205, 2205, wie auch immer man es nennen möchte. Eine neue Ära hat begonnen. Ja, das Spiel ist jetzt schon einige Tage draußen. Trotzdem spiele ich, also das heißt einige Tage, also schon einige Zeit draußen. Trotzdem habe ich erst jetzt angefangen, dieses doch hervorragendes Spiel zu spielen. Es hatte den Computerspielpreis, also den deutschen Computerspielpreis 2016 abgeräumt. Oder ist es 2015 erst? Na, wie gesagt, war auf jeden Fall in der besten Kategorie richtig hart abgeräumt. Wir haben nur mittlere Grafikqualität. Machen wir mal sehr hoch. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ultra hoch mache. Ob mir dann alles abschmiert. Das passt alles so. Änderungen anwenden. X. Wir fangen natürlich was Neues an. Wir machen mal Firma verwalten. Die löschen wir. Die Firma. Und wir fangen sofort mit einem neuen Spieler. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Ah, geht man... Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Wie wollen wir unsere Firma nennen? Ich glaube, da machen wir einfach ganz einfach Allison Burger GmbH. Die Allison Burger. Oder sollen wir Coca-G machen? Nee. Allison Burger. Geht nicht mehr. Ich wollte eigentlich noch Technology and Infrastructure GmbH draus machen. Aber okay. Firma heißt dann Allison Burger GmbH. Danke. Aber ich muss auch Ihr Firmenlogo sehen. Zum Zwecke der Identifizierung. Ja, Ubisoft Club Kacke kann man natürlich nicht haben. Symbol ist gesperrt. Wird durch eine Vorbestellercode. Ah, ist ja die ganze Premium-Scheiße hier, ne? Erfolgspunkte, ja. Was hätten wir denn gerne? Also so was Süßes hätte ich gerne nicht. Das ist voll schwul. Ah, das ist doch nuklear. Hört sich doch gut an, ne? Oder hier so mit ganz vielen Raketenwaffen. Das finde ich schon eher so, meinst du? Das sieht auch richtig mystisch aus. Was ist das eigentlich? Steht leider nicht bei. Oder ein Dragon, sowas. Ah, komm, wir nehmen es einfach mal für die nukleare Einheit. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Ach du Scheiße. Okay, lesen wir mal kurz. Die zahlreichen großen Inseln im Wallbruchbecken bieten viele Mineralienressourcen und Platz für Siedlungen. Das Becken ist für seinen stillgelegten Damm bekannt, der vor Jahren dem Verfall preisgegeben wurde. Okay. Cap Amphor ist ein Inselatoll. Okay. Habe ich noch nie gehört, das Wort. Wahrscheinlich bin ich jetzt ultra dumm. Von dem aus man leicht auf viele Schätze der See zugreifen kann. Gerüchten zufolge liegen verlorene Techniken unter der Wasseroberfläche verborgen. Hört sich nicht schlecht an. Viertische Bucht. Eine kleine, schwer zu besiedelnde Insel ist das Tor zur gewaltigen Ebene der Viertischen Bucht. Die beeindruckende Gegend ist die Heimat des neuesten Prestigeprojekt der Global Union. 97.000 Hektar, das ist schon arschviel. Dafür aber nur 13 Bergbauplätze. Ornamentprojekte haben wir hier. Projekt seltene Rohstoffe und Energieprojekt. Aber was nehmen wir jetzt? Es ist doch nur Papierkram. Nichts, womit man sich lange auseinandersetzen muss. Ja, ist du die Welt, in der wir spielen? Alles klar, kein Problem, Schnitte, ne? Ist ja nicht so... Ja, natürlich... Natürlich beschäftigen wir uns damit nicht. Halt mal die Klappe. 64, also 56 ist
wenig, Mittel viel. Ne? Ich denke, Mittelmaß ist immer gut. 17 Bergbauplätze ist dahingegen schon recht viel. 24 Küstendinger. Na. Aber Energieprojekt hört sich schon gut an. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Okay, dann gucken wir mal, wie hier, wie wir anfangen werden. Also wir haben einmal Standard, entspannt für Baumeister, herausforderndes Spiel für Strategen, fairer Fananospieler für Perfektionisten, ihren Meister finden. Also das können wir vergessen, das können wir vergessen. Ja, also wir sind einfach keine erfahrenen Anospieler. Was haben wir hier? Unterschied 100.075 macht schon mal was aus. Erhöhter Ertrag des Lagerhauses, normaler Ertrag. Also hier haben wir schon wieder das Wörtchen normal. Oh, Kosten für Gebäudeversetzung. Sollte ich mir merken. Das mache ich nämlich mal. Hab ich nämlich, als ich das angezockt habe, schon mal ganz gerne gemacht. Einfach die Gebäude nochmal zurechtgerückt, ne? Und da habe ich mir dann so gedacht, ja, wird schon alles passen und so und shit, ne? Ja. Ist mir nie aufgefallen, dass es Geld kostet. Was können wir bei weiteren Einstellungen machen? Ah, da können wir nochmal alles... Ne, wir lassen einfach mal die Voreinstellungen. Ich weiß, all diese Formulare. Oh, da passieren Fehler. Das nehmen wir. Fast fertig. Und wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Okay. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden Sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Aber bleiben Sie aufmerksam. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Firma der Big Five den kaputten Damm seit einiger Zeit überwacht. Das könnte sich irgendwann als nützlich erweisen. Aber Ihr Hauptziel ist, hier einen Raumhafen zu bauen. Okay. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Ah, die Karte kann ich... Okay, wir gucken erst mal, wie wir es zurechtfinden. Karte kann ich mit rechts bewegen. Was kann ich hier machen? Kann ich hier irgendwas anklicken? Da, was haben wir hier? Ich weiß, es sind viele Dinge zu beachten, aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der Sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. Wo? Was ist das hier? Oh, holy shit. Bitte sehen Sie sich das mal an. Okay, zu viel Input. Okay, das machen wir wieder zu. Das hier zu? Errichten Sie Wohnungen und Fabriken von Baumenü aus. Wenn Sie Wohnungen bauen, können Sie die Maustaste gedrückt halten. Bam bam. Ja, okay, bla bla. Aber hier war noch was Spannendes. Nee, das möchte ich wieder zu. Das hätte ich gern zu. Okay. Okay, was haben wir hier alles? Firmenfortschritt. Wir haben ein Credit Limit. Okay. Firmentitel kann man freischalten. Okay, was haben wir hier? Unternehmerstufe. 11.000 Credits gibt es. Okay. Was heißt das? Kontolimit jetzt 100.000 und hier? Okay, mein Kommandoschiff mit Firmenhauptquartier. Oh. Imperium-Hauptquartier gibt es sogar. Okay, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Jetzt habe ich wieder mal alles Mögliche getippt. Pläne, was haben wir für... Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ah, das kenne ich noch aus dem vorherigen Teil, ne? Das ist so quasi mein Forschungsbaum, ne? Quasi für Dinge, die ich so, ne, ihr wisst schon, ne? Da dingsen kann, ne? Ja, Erfolge mal hier wie immer. Ja, okay. Wir müssen aber immer noch erstmal gucken, was haben wir denn hier? Wie nah können wir denn... Okay, es geht jetzt nicht so nah ran. Aber es sieht schon schick aus. Hier haben wir Arbeiter, der Hafen.
Boah. Mit Andockstellen und allem möglichen. Schiffchen fahren ja lauter schon rum. Oh, das sieht aus wie mein Kommandoschiff. Sind unterwegs. Es fährt dann dahin, wo ich hin möchte. Naja. Okay. Es macht so ein bisschen, was ich möchte. Aber ja, so ansonsten. Sieht doch ganz schick aus. So, dann gucken wir mal, was wollen die jetzt von uns? Werben Sie Arbeiter an 0 von 50. Bauen Sie ein Wohnhaus und verbinden Sie es mit dem Lagerhaus. Bauen Sie Reisfarm. Bauen Sie Sonnenblumenfarm. Bauen Sie Biopolymerfabrik. Oh, das sind eine Menge Sachen. Erstmal können wir sowieso nur Wohnhäuser bauen. Gucken wir uns mal kurz um. Was haben wir hier alles? Also nach so viel Gedöns sieht das jetzt hier nicht aus. Es scheint eine kleine Insel zu sein. Und versuchen wir mal, Wohnungsgebiete hier unten erstmal hinzusetzen. Wir fangen schon am besten an, ne? Einfach mal... Wir sagen ja, ziehen wir mal Straße bis hier hin. Und dann gucken wir mal. Ist mal so? So. So. Nette Wohnungen. Da freue ich mich auf den Feierabend. So, das war glaube ich schon... Wir bauen erstmal Straßen. Wir möchten jetzt nämlich nicht failen. So, bis hierhin. Was kostet mich das eigentlich? Baukosten. Ach so. Biopolymere sind... Ich zahle also mit... Nee, tue ich nicht. Quatsch. Neues Gebäude verfügbar. Sie haben folgende Transportzentrum. Neue Gebäudearten verfügbar. 25 LKWs. Ich habe 50 Stück noch. Das müsste reichen. Okay, egal. Ich habe noch zwei Biopolymere, die ich verwenden kann. Und dann setzen wir die noch glatt ein. Dann können wir hier noch... Ja, also für, jetzt hat jetzt für... Ah, hier steht sogar schon. 20 Häuser hat es gereicht, ne? Haben wir hier noch vier. Wow, und da muss noch ein einziges. Das ist ja scheiße. Dann sieht es wieder so... Ja, so behindert aus. So, hier bauen wir mal eine Straße rüber. Und dann haben die gesagt, die hätten gerne... Oh, lol. Der braucht ja auch eins. Was baue ich? Verbraucht pro Minute 10 Bioharz. Produziert pro Minute 10 Bioharz. Aus Zufall? Ich glaube nicht. So, dann setzen wir die einfach mal dahin. Und dann die Fabrik dazu. Setzen wir die auf dieselbe Seite oder auf die andere Straßenseite? Das ist eine gute Frage. Wir setzen die mal auf die andere Straßenseite. Das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Ziehen hier einfach mal eine Straße oder versuchen wir das System am Ende so zu machen, dass es dann quasi, dass die Straße uns auch was bringt. Ist schon geil, so Kapseln. Ich weiß zwar nicht, was die können, aber... Okay, die scheinen das Zeug hier einzusammeln von den Sonnenblumenfeldern. Oh, was haben wir hier? 100% Produktivität. Hier können wir Produktion anhalten. Ah. Wir scheinen hier also... drei LKWs in Anspruch zu nehmen. 10 Energie. Und 35 Arbeiter. Wie haben wir hier? Hier haben wir 30 Arbeiter. 10 Energie. Und 5 LKW. Kann das hinkommen? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung. Und wir haben wieder... Oh, inzwischen gibt es Bioharz. Aber nicht wenig. Also dann würde ich sagen, wollen wir mal so... Na, wenn wir die Siedlung dahin haben wollen... Können wir ja eigentlich organische hier Nahrung schon. Wird von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Schade, dass ich nicht. Kann ich noch weiter ran? Da war gerade eine Lupe. Und
Metall okay. Ausgeführt. 20 kostet mich der Shit. Ah, die Lupe zeigt nur an, wenn ich am Zoomen bin. Ah, alles klar. Aber wir brauchen immer noch ein paar Häuser. Ja, komm, dann geh mal gerade her und bauen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Da passt keine Straße mehr dann hin. Dann machen wir nur 5. Es sind doch 6. Ich habe mich nur verzählt. Okay. Auch gut. Ihre Bauarbeiter gehören zu den ersten, die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten. Was haben wir jetzt geschafft? Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Okay. Produzieren Sie Wasser, werben Sie Arbeiter an, bauen Sie Infozentrum. Infozentrum. Dafür brauche ich aber 200 Arbeiter. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wenig Wasser. Was ist eigentlich... Ah! Da sehe ich, wie viel ich was pro Wann einnehme. Ich verbrauche mehr als produziere. Okay, dann müssen wir Wasser produzieren. Benötigt Küsten... Oh, ich war gerade schon drauf. Es gibt nur vorgeschriebene Küstenbauplätze. Haben wir. Hier habe ich noch einen, hier habe ich noch einen. Da ist noch einer. Ha, das Ding baut sich nur nach und nach auf. Was ist das hier? Oh, wie cool. Kann ich im Wasser bezeichnen. Hier ist noch so ein Ding. Ja, komm, dann nehmen wir doch jetzt einfach das hier. Weil da haben wir dann eine recht nahe Straßenanbindung. Ja, Sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Entsalzungsanlage? Au, mein Daumen! Neue Erfahrungsebene erreicht. Okay. Was können wir da jetzt? Fortschritt. Dann kriegen wir 16.000. Ja, Kontolimit erhöht sich dadurch nicht. Schade. Okay, machen wir erstmal weiter. Aber mit 200 Arbeitern, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Wohnhäuser. Und da können wir dann nochmal ein paar bauen. Dann müsste da nicht eigentlich auch bald so unser Bio-Harz, nee, unsere Biokosten so abnehmen. Eigentlich ja schon, ne? So, was dann mal hier? Oh lol. Raumhafengerüst. Oh. Okay. Hier mal noch einen gelben. Oh, lol. Was ist das denn hier? Schön, dass du vorbei. Ein Händler. Ich kann. Angebote gibt es. Eieiei. Es hat eine Ewigkeit gedauert, Anfragen. Eine Lizenz von diesem Dr. Young zu bekommen. Diese Arctic Custodians sind ziemlich reizbar. Mit Ausnahme dieses Arktis-Händlers. Wie war doch gleich sein Name? Er ist das genaue Gegenteil des Doktors. Aber... Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in Ihr Gebiet. Aber bevor Sie mich melden, hören Sie sich lieber mein Angebot an. Okay. Bevor Ihnen Fairwater Coast zugeteilt wurde, hat Lei Shen hier die Errichtung hydroelektrischer Anlagen vorangetrieben. Diese Kraftwerke basierten auf Entwürfen, die Lei Sheng von dem bankrotten Konkurrenten Global Trust übernommen hatte. Aber das Projekt wurde eingestellt, nachdem gewisse Ereignisse die Dämme unbrauchbar gemacht hatten. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir den Bau des Damms abschließen. Und die Hälfte der produzierten Energie würde Ihrer Firma zustehen. Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Ja, aber auf jeden Fall. Goldstück. Was muss man dafür machen? Was muss ich dafür machen? Ist das hier? Ja. Sammeln Sie Dammüberreste mit Ihrem Fahrzeug. Bringen Sie die Fracht zu Mayantins Flugzeug.
1000 Energie. Ich habe 15. Gucken wir mal. Schiff. Fahre mir hierhin. Verstanden. Erstmal. Okay, was haben wir hier noch? Anlegestelle. Da ist noch ein Damm. Oh Leute, hier gibt es eine riesige Brücke. Dieser Ort ist perfekt für eine Brücke zur anderen Seite geeignet. Wenn Sie hier eine errichten, erhalten Sie Zugriff auf neues Baugebiet. Hier wahrscheinlich genau dasselbe. Ja, das hört sich doch cool an. Immerhin, aber wir brauchen trotzdem noch weitere Einwohner. Entschuldigung, Sie sind wahrscheinlich höheren Komfort gewohnt. Mhm. Liegt es wieder mal, dass wir zu wenig Häuser haben? Ja, kein Problem, können wir uns drum kümmern. Bauen wir einfach noch welche. Und zwar arbeiten wir uns, wir arbeiten uns in die Richtung vor. Bauen wir einfach nochmal so einen kompletten Wohnblock hier hin. Mit Straße inklusive natürlich. Gibt's, ist alles inklusives. Ja, ein neues Gebäude verfügbar. Infozentrum. Bauoptionen erweitert. Oh lol, das ist ja so ein Riesenbrumma. 25 Energie kostet mich das. Ich habe aber nicht so viel Energie. Hier Unterhaltskosten, da unten. Energie, 50 Energie. Können wir uns das leisten? Was macht dieser komische Ring, ne? Weil es ist ja Wind. Dann setzen wir uns die mal hier hin. Das Infozentrum. Dahin. Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Damit könnten ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Sind sehr zufrieden. Möchten aufsteigen. Befördern Sie Angestellte. Die Arbeit scheint mir bis nach Hause zu folgen. Okay, und das macht mir nichts aus. Anklicken. Bemerkenswerte Fortschritte. Sie haben Arbeiterkolonnen und Bodenpersonal schneller zusammengestellt, als ich erwartet hatte. Sie sind für die erste Hürde mehr als bereit. Das Programm erfordert, dass Sie Ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber Sie haben sicher auch das Potenzial dazu. 1000 Leute brauche ich jetzt. Oh je. Oh, ich habe ja noch Ornamente. Was ist das denn? Verschönert Ihre Siedlung. Bäh. Oh, nicht mein Ding. Aber wir müssen erstmal hier gucken. Wir sammeln jetzt erstmal die Teile ein und gucken mal, was passiert. So, bloß nicht da runterfahren. Das wäre ganz schlecht, denke ich mal. Weil das hier unten ist gleich geblieben, merke ich. Okay, dann gucken wir mal, was die Tante damit jetzt macht. Oh, die Animation ist auch nicht schlecht. Sie haben mit Narren offenbar genauso wenig Geduld wie ich. Ja, ja, hallo und so weiter. Nun sagen Sie mir schon, ob Sie den Auftrag annehmen. Fünf Minuten bleibt mir noch. Was die alles von mir will? Es ist ein guter Tag. Umso... Jetzt müssen wir die komplette Stadt hier mobilisieren. So, was haben die gesagt, möchten die haben? Produzieren sie Baubots. Verbraucht pro Minute minus 5 davon, minus 5 davon. Kobalt und... Benötigt Bergbauplatz. Das müssten die Dinger hier hinten sein, ja. Dann brauchen wir davon eins. Und davon eins. Das braucht dann logischerweise wieder eine Straße. Und davon... Müssten wir jetzt Baubots produzieren. Dann setzen wir das Ding mal hier hin. Sie haben die Komponenten für den Lift beisammen. Aber wir haben viel zu wenig Energie. Für das Liftkabel sind jedoch spezielle Materialien, Rot ist tot. Die nicht herstellen können. Aber ich lasse sie liefern. Was war gerade der Fehler? Ah, zu wenig hiervon. Uns fehlt immer noch Strom. Also ich denke mal, überlagern dürfen die sich nicht... Ah, lol, da steht doch eine Effizienz bei. Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Ja, ist ja gut. Ich kümmere mich schon. Dann können wir hier nur eins hinsetzen. Wenn wir denn drei Polybüser-Dingenskirchen da haben. Polymer-Kacke. Wir werden die Firma sein, die das Sonnensystem erobert. Ich bin mir ganz sicher. Aber wir brauchen hiervon wieder was? Wir brauchen eigentlich eine Menge von denen hier.
Vielleicht macht es Sinn, wenn wir einfach wir machen das einfach folgendermaßen. Wenn wir so, dann reißen wir das hier ab. Und dann machen wir hier so. Das ist doch genial. Jetzt können wir Baubots herstellen. Minus 34 auf einmal. Was soll ich sagen? Es ist einfach großartig hier. Warnung. Einstellen weitere Arbeitskräfte empfohlen. Ah, ich brauche ja auch Neue Erfolgsebene erreicht. Warnung. Energiemangel. Wir bauen einfach mal... Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Aber wir brauchen Arbeiter. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Unterversorgung? Gut. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Arbeitsplätze schaffen. Dann bauen wir jetzt erstmal von diesen Wohnblocks hier noch ein paar. So, vielleicht gibt es dann Arbeiter. Wir müssen wahrscheinlich gleich hier nochmal wieder unsere Dingenskirchen upgraden. Was soll ich sagen? Es ist einfach großartig hier. Freut mich. 81 davon, 280 einmal hier, aber wir brauchen so viel. Halt, wir brauchen so viele Administratoren. Dass der Shit. Können wir denn wenigstens inzwischen. Ja, können. Früchte. Wer braucht pro Minute minus 16? Produziert pro Minute 8. Dann brauchen wir also 2 hiervon. Shit. Ja. Machen wir erstmal so und so und so. Es ist klug von Ihnen, sich um die Gesundheit Ihres Personals zu kümmern. Solche Vergünstigungen machen sie zu einem attraktiveren Arbeitgeber. Schon wieder zu wenig Energie. Aber wir brauchen 94% Effizienz ist okay. Immer noch zu wenig. So, jetzt haben wir was. Aber jetzt haben wir keine LKWs mehr genug. Dann brauchen wir ein neues LKW-Zentrum. Das würde sich... Warentransport verzögert sich. Oh. Ursache? Transporterknappheit. Schon wieder zu wenig. Jetzt brauchen wir schon wieder neue Energie. Okay, dafür brauchen wir neue Straßen. Bauen wir mal eine bis hier runter. Wenn wir sowieso noch hingehen müssen. So, 97% Effizienz ist okay. Jetzt haben wir wieder Energie. Wir haben zu wenig Essen. Also müssen wir eine zweite Plantage bauen. Jetzt haben wir genug Stroh. Boah. Ist gar nicht so einfach. Es ist nicht wie für eine Firma zu arbeiten, sondern wie einem Freund zu helfen. Trotzdem fehlen uns einfach Arbeiter. War jede Menge. Kostet mich 12 Credits. Okay, es ist nicht so teuer. Aber trotzdem, Geld ist Geld. Und dann können wir auch noch hier nochmal boom. Boom und Boom machen.
Und dann haben wir hier noch eine Straße. Und Ornamente können wir ja noch bauen. Oh, die sind groß. Wie sieht das denn aus? Ja, ist ganz okay. 171 Arbeiter haben wir jetzt. Haben Sie Arbeit für mich? Hier steigt es noch. Jetzt steigt hier überall noch. Okay. Wie sieht's hier aus? Minus 3, minus 1. That means. Wir brauchen noch... Oh, es passt sogar perfekt. So ein Teil. Und so ein Teil. Jetzt mal wieder weniger Arbeiter. Ja, ich weiß. Aber dafür sind wir wieder hier im Plus. Jetzt gucken wir nochmal. Da passt was hin. Da, da, da. 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 Und hier. Kann man hier eigentlich Brücken bauen? Nee, kann man nicht. Schade. Oh, Ladies and Gentlemen, ein kurzer Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir... hier erstmal eine Pause machen. Weil wir haben jetzt inzwischen schon 31 Minuten auf der Uhr. Also für die erste Folge, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Und dass ich ein bisschen eure Interesse wecken konnte. Und dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Anno 2205. Ciao.